Jo, moin, Janni hier von CJ Gaming. Heute spielen wir mal wieder ein Ranglistenspiel, aber vorher wollte ich mich entschuldigen, falls in den zwei Videos davor meine Stimme etwas leise war im Gegensatz zu dem Gwent-Sound. Das liegt daran, ich habe mir so eine USB-Soundkarten-Adapter-Gerät, keine Ahnung, wie man das genau nennt, gekauft, also eine USB-Soundkarte, wo man die Klinkenstecker vom Headset reinsteckt und das dann per USB an den Rechner. Vorher hatte ich so ein Standard-Ding von Logitech und da hatte ich immer so ein scheiß Rauschen gehört. Das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich mir dann so ein USB-Ding gekauft habe. Damit ist es weg und da habe ich dann nicht drauf geachtet, wie meine Lautstärke ist. Das habe ich dann erst im Nachhinein gehört, als ich die Videos aufgenommen habe. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen fixen und es ist besser. Aber nur gut. Wir spielen ein Ranglistenspiel. Ich habe mal wieder Bock auf das Queensguard-Deck. Wir suchen einen Gegner und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, unser Gegner wurde gefunden. Mal sehen, gegen was wir für einen nicht jeder spielen. Kampf muss okay, blutig enden. Nilfgaard, Stufe 16, Rang 14. Natürlich, genauso mein wie Freund. Wir. Mit. Ja, ist er. Boah, Vran. Irgendwas als Anfragekarte. So. Eine Königin Wache tun wir mal weg. Genauso wie Ceres. Oh, einen wilden Bären. Lassen wir mal. Eine Freya-Priesterin noch. Okay, Krolle. Mit Morvran Vorhis. Enthülle bis zu drei Karten, einschließlich Goldkarten, auf der Hand eines. Eines blieben Spielers, okay. Wir starten mit einem wilden Bären. Er hat einen Mangonel gespielt. Ah. Okay, er spielt direkt seine Anführerkarte aus, dass unser wilder Bär noch Stärke 1 hat, wenn er jetzt 3 enthüllt. Er hat einmal eine Königinwache, danach an Hinder und unseren Chalmer enthüllt. Wir spielen unseren Anführerkönig Bran. Wir verwerfen als erstes Ceres, eine Königinwache und die zweite. Okay, er spielt Dürre. Wir haben leider nichts dagegen. Aber ich würde sagen, ich bin trotzdem die Königin Wache aus. Du bist gut. Richtig gut. Es läuft alles nach Plan. Quartiere de Kri irgendwas. Oder so ähnlich. Ja. Wir passen. Nee, wirklich Sinn weiter zu spielen. Geben die erste Runde ab, verlieren 34 zu 9. Kriegen eine Schildmaid, die können wir eigentlich wieder wegwerfen. Madro oder Madröme oder wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Karte ausgesprochen wird. Ah, unser Gegner braucht noch. Okay, hat's auch rechtzeitig geschafft. So, was spielt er? Ich bin beeindruckt. Cynthia. Enthülle eine der stärksten gegnerischen Einheiten. Einschließlich Gold-Einheiten auf der gegnerischen Hand. Verbessere diese Einheit um die Stärke der enthüllten Karte. Ich bin eine Freya-Priesterin. Und wir nehmen erstmal den wilden Bären. Gut, unser Gegner passt jetzt. Ja, ich spiel
wir noch eine. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Oder wir spielen nicht. Ja, wir spielen die Schildmaid. Keine Gnade! Machen wir so. Passen jetzt. Und dann 11 zu 6. Wir gehen beide mit derselben Anzahl an Karten in die nächste Runde. Gucken, was wir noch kriegen. Also, ich glaube, ich würde eine Priesterin wegwerfen. Okay, wir kriegen den Grimmisten. Eine Freya-Priesterin. Freya ist geduldig, aber sie duldet keine Beleidigung. Königinwache. Weichei. Soll ich eine Scheuer? Das ausfällt. Tag, was gibt's? Ach, und wieder an die Front. Er hat eine Karte enthüllt, das war jetzt hier. Fußsoldaten. Ich spiele das Ablenkungsmanöver auf die Freya-Priesterin, damit wir uns wieder den wilden Bären aufs Feld rücken können. Euch vor Modron Freya. Dass er halt jedes Mal noch einen Schaden bekommt. Gut, ich wurde wieder im TS angestupst. Danke Chris dafür. Teamspeak klappt nämlich bei ihm, aber viel mehr kann er nicht machen, weil er irgendwie so ein komisches Datenvolumen bisher. Also bekommt, bis er sein richtiges Internet hat und wie das genau funktioniert, das weiß ich gar nicht. Also er hat auf jeden Fall nur so ein begrenztes Datenvolumen. Und deshalb kann er keine Videos machen. Im Steamspeak kommt er leider doch noch, muss immer noch seine Stimme ertragen, aber ja, so ist das halt. Gut, steht 40 zu 17 bisher. Eine Karte hat er mehr. Gucken, was er jetzt noch spielt. Merke dir. Alle Wege führen nach Nilfgaard. Wir haben jetzt den Mangonel geblockt, damit wir nicht jedes Mal zwei Schaden bekommen, wenn der Gegner eine Karte enthüllt. Jetzt hätten wir zum Beispiel zwei Schaden bekommen, weil er die enthüllt. Enthüllt hat. So. Was haben wir eigentlich von ihm bekommen, den Speer? Ja, gut. Spielen wir mal Hjalmar. Wer will Stahl von Skelly geschmeckt? Mal gucken, ob er irgendwie Block oder so hat für den. Guten Tag, oder nicht. Was gibt's? Sehen. So, jetzt könnten wir eigentlich mit ihr hier die eine Schildmaid wieder beleben. Auf eine der beiden hier. Ja, das machen wir mal. Möge die Göttin dich vor allem Bösen bewahren. Hier haben wir zwei Schaden. Hier nochmal zwei. Den einfachen Leuten gilt meine Sorge. Das war jetzt Fehler. Ich hätte eigentlich noch einmal einen auswählen müssen und dann, dass mit die nächsten noch aufs Feld kommt. Ja, war jetzt ein bisschen doof. Ich würde mal den Grimmisten spielen. Nicht du schon wieder. Und den Nebel auf die Belagungsreiter mit der Herfen und wie mal die zwei Schaden bekommt und dann irgendwann so runterfällt, dass wir, wo ist er? Hier Hjalmar die 10 dazugeben durch seine Fähigkeit. Ja.
Schön mal hier zerfetzen. Ich füge ein bisschen Schaden zu. Ich komme zu dir. Spieler-Leto von Goletta. Verdammt. Spielen wir die Karte hier. Ich weiß gar nicht. Bringt das hier was? Oh Gott! Scheiße! Oh, der hat ja Stärke 5. Oh, läuft bei mir. Irgendwelche letzten Worte. Jetzt geht halt irgendwie, zerstört den Bären. Das war ja mal ein guter Fail. So, jetzt muss ich mal überlegen, was bringt uns am meisten? Koralle werden hier 4 Schaden. 8. Hier werden es. 3. Kommt er weg. Ich denke mal, die Nahkampfreihe wäre am besten. Ich könnte noch die Blaufreihe. Das ist gleich den Herrn von Unweg zerstören. Gut, wir haben. Passen, er passt. Ich habe aber noch gebufft. Hat jetzt 3 und. Also, wir haben 73. 73 zu 59. Ja, war leichter Fail von mir dabei. Aber wir haben trotzdem noch gewonnen. Schön. 2 Runden dazu. Belohnung erhalten wir auch. Zwar 15 Squabs. Ein bisschen Erfahrung. Gucken wir, wie viele Rangpunkte. 43 kriegen wir. Wunderbar. Da fehlt uns noch 37 zum nächsten Rang. Das kriegen wir hoffentlich im nächsten Ranglistenspiel hin. Ja, gut, das wäre soweit mit dem Video. Wieder mal ein Fail von mir mit dabei, aber es ging trotzdem gut. Ich glaube, noch ist das so, weil wir nicht allzu hoch sind. Ich glaube, wenn wir höher sind, dann wird das direkt ausgenutzt und bestraft. Dann gewinnen wir wahrscheinlich nicht mehr so. Aber solange es gut geht, wunderbar. Gut. Dann lasst gern Feedback da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.